Wir haben vorgestern noch nichts von ihm gewusst. Plötzlich, von heute auf morgen, nennt jedermann seinen Namen. Jedermann denkt an ihn, jedermann bangt mit ihm. Wildfremde Menschen, die er nie im Leben sah, fallen auf die Knie und beten für ihn, als wäre er ihr Vater, ihr Gatte, ihr Sohn. Flying Enterprise, so hieß das Schiff, nicht wahr? Wir werden es nie vergessen. Und ihn nicht, den Kapitän, den Amerika wie einen König empfing. Schon gut. Unter uns und nebenbei gesagt, es war eine Flaute in der Zeit. Die Zeitungen lebten mühsam vom neuen Jahr, das man gerade aus der Taufe gehoben hatte. Stalin tat nichts, Truman tat nichts. Und die programmatischen Helden dazwischen, sie alle waren wie verschworen, die Presse ohne Schlagzeilen erscheinen zu lassen. Die Redakteure, Nachrichtendienste, Rundfunkstationen, die Filmleute der Wochenschauen, Artikeldienste, Korrespondenten, Fernsehgesellschaften. Sie alle fuhren deshalb wie elektrisiert empor, als ein bedeutungsloser Frachter südlich Irland mit 60 Grad Schlagseite in schwerer See trieb, verlassen von seiner Mannschaft bis auf zwei Männer, die nicht von Bord gingen. Wie gesagt, es war eine Flaute in der Zeit. Und, folgen Sie mir. Wir haben ein Stück zu gehen, selbst wenn wir die Straßenbahn benutzen. Straßenbahnen dringen selten bis zum Stadtrand vor und darüber hinaus. Darüber hinaus, da müssen wir nämlich hin. Eine Allerweltsgegend, hässlich, grau, stumpf. Wir passieren sie oft, jeder von uns passiert die Schranke dort vorn. Weiß, rot, den einzigen freundlichen Farbfleck weit und breit. Erst 1000 Meter weiter setzt die Siedlung mit den neuen Dächern das Rot fort. Sehen Sie sie? Die Siedlung da hinten rechts und links der öden Strecke, auf der zwei Schienenpaare wie Schlangen entlang kriechen? Manchmal funkeln sie, wenn ein Sonnenstrahl über die Krautgärten hinhuscht, die der Schotterdamm durchquert. Und es geschieht selten. Der Dunst aus dem Wald in der Ferne nebelt alles ein. Aber dieser Wald hat keine Bäume, sondern Schlote. Einen solchen Augenblick des Auffunkelns der Sonne in den Schienen muss jener Mensch vor Augen gehabt haben, dem es zufiel, der Siedlung einen Namen zu geben. Sie heißt nämlich Fröhlichkeit. Siedlung Fröhlichkeit. Vom Bahnübergang ab zur Siedlung hin zeigt der Damm übrigens Gefälle. Einem Geometer würde das ohne weiteres auffallen. Uns nicht. Wir sind froh, wenn wir die Schranken hinter uns haben. Nein, diese weltverlorene Gegend geht uns nichts an. Wir wundern uns, dass überhaupt ein Zug hier verkehrt. Und dass Menschen in der Nähe sind, die das Schrankenwerk bedienen. Hier, Kur. 26er von Josefina 1. In Ordnung. Und nun geht die Schranke runter. Sie versperrt uns den Weg. Man sieht den Zug nicht. Noch deckt ihn die Kurve. Aber jetzt. Feinkohle. Von Schacht Josefine 1 ins Gaswerk drüben. Drehen Sie mal den Kopf ein bisschen zur Seite. Links. Nein, noch mehr links. Sehen Sie dort hinten über dem Wäldchen den Zechenturm mit der Seilscheibe? Das Seil dreht sich ab. Der Förderkorb schießt in die Tiefe. Schießt, jawohl. 7 Meter in der Sekunde. Also, das ist Schacht Josefine 1. Und rechts, aber Sie müssen wirklich weit nach rechts gucken, da liegen die blanken Kesselbäuche des Gaswerks. Die versorgen die Stadt mit Gas. Mit Atem, sozusagen. Gasatem, ja. Hier, Kur. 28er von Josefine 1. In Ordnung. Voll hin, leer zurück. 30, 40 Mal am Tag. Und jedes Mal dreht der Mann, der in Ordnung sagte, in seinem Häuschen die Kurve. Übrigens heißt er Gopsch. Bahnwärter Gopsch.
Sie wollen mehr über ihn wissen? Wie alt sind Sie, Gopsch? 34. 34. Hm. Verheiratet? Ja. Kinder? Zwillinge. Zweimal. Also vier. Ist ein Glück, was? Glück, nur ja, wenn Sie meinen. Es ist bloß, die Frau ist so schwach seitdem. Na, aber Sie sind wenigstens nicht arbeitslos. Na, Lungenschuss. Ich war früher auf einer Lok. Jetzt reicht's nur zu einer Hilfsstelle. Als Bahnwärter? Ja, das ist eine Privatbahn hier. Die Tarife sind schlecht. Ungelernte Arbeiter. Na, mit der Lunge, was will man da verlangen? Ne? Und das Defizit, wie decken Sie das? Was? Wie sagten Sie? Na, ich meine, es reicht doch nicht, was Sie hier verdienen bei vier Kindern. Ach so. Naja, wenn es unter uns bleibt, ich bin für eine Versicherung tätig. Außerdem. So. Also, Beiträge kassieren und so. Nach Feierabend. Augenblick, Mabel. Tschüss. Hier, Kur. 30er von Josephine 1. Ja, in Ordnung. Moment mal. Hat der sich geirrt? Wieso, was ist? Nee. Der hätte verkehrt melden müssen. Warum verkehrt? Ja, der Zug, der muss auf dem linken Gleis kommen und nicht auf dem rechten, wie immer. Das nennen wir verkehrt. Ach, auf dem linken Gleis? Ja, rechts ist die Strecke gesperrt seit gestern. Sehen Sie den Schweißwagen da, gleich hinter den Schranken? Den rostbraunen Güterwagen? Hm? Ja, der sieht aus, als wäre viel drin, ne? Oh, der hat ganz was anderes an Bord. Sauerstoff, Propangas und so ein Zeug. 8, 9 Flaschen voll. Stahlflaschen. Wozu das? Ah, das ist eine neue Sache. Man verschweißt die Schienen miteinander. Tak, 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 tak. Verstehen Sie? Jedes Tak ist eine Lasche, müssen Sie sich denken. Das geht übers Material. Und jetzt werden die Schienen länger. Da gibt's natürlich weniger Laschen. Tak, da, tak, da, tak, da. Verstehen Sie? Das schont. Das spart. Mhm. Sehen Sie mal. Erkennen Sie die Schläuche? Ja, wie wirst du sehen die aus? Ja, und die verbinden die Flasche mit dem Schweißgerät. Wenn das losgeht, wie der Teufel geht das. Ruckzuck. Es muss gleich soweit sein. Die Kolonne, die... Kolonne? Ja, Fünfe sind das. 5 Mann. Ich sehe aber nur 4. Ja, der 5. der ist im Wagen. Der dreht die Schraubverschlüsse an. Die anderen, die reißen noch erst den Schotter auf. Was sind denn das für Leute? Erwin Bless. Sochantke. Giese. Liesefeld. Mhm. Und der Mann im Wagen? Schweißmeister Brendel. Herausgegriffen aus Millionen Menschen dieser Erde. 1, 2, 3, 4, 5 Mann. Erwin Bless, Suchantke, Giese, Liesefeld und, wie heißt der Mann im Wagen? Schweißmeister Brendel! Und Bahnwärter Gopsch dazu. Was soll denn das? Das Spiel kann beginnen. Ein Spiel? Was für ein Spiel? Die Regeln weiß ich nicht. Es wird überall anders gespielt. Wir sind Arbeiter. Geschwind. Jedes Spiel hat einen Namen. Das ist eine Viecherei, Sie können ja mal mitmachen. 1,56 die Stunde. Ohne Gefahren zu lang. Ja, unsere Arbeit ist nicht leicht, lieber Mann. Eben, das meine ich. Mit der linken Hand ist da nichts zu machen. Nee. Eben. Kein Spaß nicht. Vor ein paar Tagen wären mir beinahe mal die Flaschen um die Ohren geflogen. Eben. Alles das meine ich. Eine Schlacht, nicht wahr? Eine was? Leute, der ist nicht normal. Der will uns auf den Arm nehmen. So ein Angeber. Was will denn der von uns? Und wir gehen in diese Schlacht, als wäre das gar nichts. Ist es nicht so? Naja, wenn es eine Schlacht ist. Keiner weiß, ob er wiederkommt. Aber bis jetzt, toi, toi, Holzauge, sei wach. Gibt der eine Zulage, dann soll er reden. Aber lass den Orden in die Tasche, Federchen. Keiner weiß es. Sagen Sie selbst, haben Sie heute Morgen... Ich meine, sind Sie von Hause weggegangen, so dass alles geordnet ist? Für den Fall, dass... Es könnte doch sein, oder nicht? Aber lassen wir das. Es geht nicht um den Tod. Und worum geht es? Es geht darum, dass dieses Getriebe nicht überdreht. Welches Getriebe bloß? Dieses Getriebe, das wir bedienen. Männer, meint das Ding hier im Wagen? Ja, auch das. Das gehört auch dazu. Die Eisenbahnen, die Flugzeuge, die Autos. Laboratorien gehören dazu. Spinnsäde, Konservenfabriken. Die Warnzeichen der Kreuzungen, rotes Licht, grünes Licht. Autobahnen, Funkgeräte, Motoren. Schiffe, die den Ozean durchkreuzen. Warenhäuser, Elektrizitätswerke. Das alles. Ja. Das organisierte Getriebe, in dem unser Leben heutzutage abläuft. Ob wir wollen oder nicht. Wenn wir nicht wollten, da möchte ich mal sehen. Auch wenn einer nicht wollte. Er muss mit. Aber das ist es nicht.
Denken Sie, dies ungeheure Werk, würde es funktionieren, wenn wir auch nur Maschinen wären, Automaten? Zum Beispiel Sie, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wie heißt der Mann im Magen? Schweißmeister Brendel! Brendel. Glauben Sie, dies ineinander verzahnte Räderwerk... Rotes Licht, grünes Licht, das ist eine Beleuchtung. Glauben Sie, dieses Räderwerk würde in Gang bleiben, wenn es ohne uns liefe? Gut, glauben Sie es. Glauben Sie es nur. Und Ihre Verantwortung? Haben Sie eine Verantwortung? Verantwortung? Und wenn schon? Hätten Sie sie nicht? Also gut, nehmen wir an. Und setzen Sie nicht alles daran? Ihre Kraft? Na schön. Ihren Verstand? Schön. Ihr Mut? Schön. Vielleicht sogar Ihr Leben? Ihr Leben, ja. Setzten Sie es nicht täglich ein? Dann, Dann? Was denn dann? Dann drehte diese Maschine durch. Ins Nichts herein. Aber zurück zu Gopsch. 6.51 Uhr. Da hinten in der Kurve wird gleich der Zug erscheinen. Schon fliegt der Rauch wie eine Fahne in den Tag. Eine Fahne der Gewissheit, Gopsch. Gewissheit? Ja, dass die Katastrophe, die unvermeidliche, ausbleibt. Was reden Sie da? Wenn diese davor nicht wären. Bless, Suchantke, Giese, Liesefeld und der Mann im Wagen. Wie heißt er doch gleich? Der heißt Brendel. Also Brendel und Sie natürlich. Sie, Gopsch. Lassen Sie mich aus dem Spiel. Dann würde diese Katastrophe vermutlich... Welche Katastrophe ...vermutlich bloß? Nicht verhindert werden. Täglich, stündlich. Ach, jedes Kind kann das, was ich tue. Wirklich? Ich glaube, Sie irren sich, Gopsch. Aber was kann passieren? Sie sehen doch, wie es hier zugeht. Ist es damit getan? Ja, das Telefon klingelt. Und Sie sagen hier Kur, das heißt Kurfürstenstraße, nicht wahr? Ja. Dann drehe ich die Kurbel, dann läutet es draußen und dann geht die Schranke runter. Und die Passanten stehen vor dem Gitter, als könnte nichts anderes geschehen, als dass der Zug die Schienen entlang läuft. Immer die Schienen entlang. So sicher, wie morgen und Abend kommt. So ist es. Ist es so? So ist es. 6.52 Uhr. Da, der Zug. Schon wartet das Gaswerk auf seine Speise. Der Zug. Was ist? Was haben Sie, Gott? Der Zug kommt auf dem linken Gleis. Auf dem gesperrten. Dann ist die Weiche nicht gestellt. Dafür können Sie nicht, Gott. Das ist nicht Ihr Amt. Ja, der Schweißwagen. Die Männer. Der Tag beginnt. Die Schlacht. Schienen! Weg von den Schienen! Die merken nichts. Die denken, der Zug kommt drüben auf dem Nebengleis, wie immer. Ein Kohlenzug, ohne Sinn und Verstand. Aber Sie, Gopsch, Sie blasen ins Horn. Gott sei Dank, Sie sind weggesprungen. Gleich ist er am Schweißwagen dran. Jetzt! Jetzt! Der Zugführer bremst. Ja, zu spät! Prallt auf. Und da! Er brennt! Flammen! Haus hoch! Wir müssen in Deckung! Deckung, Gopsch! Deckung? Der rollt doch! Der rollt doch! Ja, der rollt in die Siedlung, Gopsch! 6.53 Uhr. Um 6.53 Uhr des Tages, der begann wie jeder andere, rollt ein Schweißwagen, der in Flammen steht und jeden Augenblick explodieren muss, auf das Bahnwärterhaus zu. Er rollt die Strecke hinab, die zur Siedlung Fröhlichkeit hin Gefälle hat. Gopsch ist hinunter auf die Strecke gesprungen. Neben den Steinstufen von Kur lehnen zwei stählerne Klötze, Hemmschuhe. Sie liegen hier wie vor jedem Stellwerk, vor jedem Bahnwärterhaus. Gopsch ergreift sie. Sie sind schwer. In jeder Hand einen Hemmschuh läuft er dem brennenden Wagen entgegen. Er läuft mitten auf den Schienen. Seine Lunge keucht. Gopsch, wo willst du hin? Der Wagen. Ich muss dem Wagen entgegen. Du musst? Ich muss ihn aufhalten.
Ich muss den Wagen aufhalten, ich muss. Du hast ja nicht alle Sinne beisammen, Gopsch. Wirf die Hemmschuhe weg. Jeder Mensch sieht, das kann nicht gut gehen. Der Wagen rollt auf dich zu. Er wird jeden Augenblick explodieren. Und du? Du läufst ihm entgegen. Bist ja verrückt, Gopsch. Zurück! Ich muss ihn aufhalten. Ich muss den Wagen aufhalten. Gott? Ich muss. 14 Jahre hast du gebraucht und es fällt dir nichts Besseres ein? 14 Jahre lang hast du gesagt, warte, Martha, eines Tages. Immer weniger bist du dabei geworden. Und jetzt? Ich muss ihn aufhalten. Ich muss den Wagen aufhalten. Und ich? Und die Kinder? Du, so kannst du dich nicht herausreden, Gopsch. Der Wagen. Der Wagen. Ich muss ihn aufhalten. Ach, Gopsch, wer bist du eigentlich? Was geschieht denn, wenn du nicht läufst? Früh gehst du fort, es ist dunkel. Und abends kehrst du heim, es ist wieder dunkel. Sieh mich doch an, Gopsch. Jeden Morgen, wenn du gegangen bist, dann streiche ich mit der Hand über mein Gesicht. Dann sehe ich es im Spiegel, wie es war. Dieses Gesicht. Das ist lange her. Ich trug Zöpfe und sah hübsch aus. Vater hielt mich streng, weil sich die Jungen nach mir umguckten. Aber ich machte mir aus keinem etwas. Aber dann kamst du. Du warst gar nicht viel älter als die anderen, aber dich, dich mochte ich. Sie sind bei der Eisenbahn? Ich praktiziere. Zurzeit im Fahrdienst. Ui, schön. Ich meine, schön stelle ich mir das vor. Fremde Städte, die Menschen, immer andere Menschen. Und abends die Lichter. Rote, grüne, gelbe auf den Stationen. Und die Ausrufer mit immer anderen Stimmen. Kekse, Schokolade, Abendbrot. Kekse, Schokolade, Abendbrot. Und die Nacht vor den Fenstern. Halb so, Freund Martha. Aber in 2 Jahren, da führe ich eine Lok. Ich sehe dich vor mir, wie du das sagtest. Als wolltest du die Welt erobern. Du hattest den Drahtstreifen aus der Mütze genommen. Das war verboten. Das ist mir doch egal. So ein Teller auf dem Kopf. Ich bin doch kein Beamter. Nee. Wissen Sie, ich muss immer Bewegung haben. Es muss immer was vor mir sein. Was Unbekanntes, Unvorhergesehenes, auf das man sich einzustellen hat. Ganz blitzschnell. So ein Papierkram, der liegt mir nicht. Listen schreiben, hinterm Schreibtisch sitzen. Das gefiel mir, Gopsch. Ich sehnte mich danach, dich wiederzusehen. Das war aber gar nicht einfach. Vater war dagegen. Er sagte... Ein Eisenbahner. Was ist denn schon ein Eisenbahner? Ist nichts für dich, Mädel. Gopsch. Willst du dein Leben lang Gopsch heißen? Du kennst ihn nicht, Vater. Er ist anders, ganz anders. Na, Schluss jetzt. In meinem Hause gibt's keinen Gopsch. Ich weiß nicht, worauf Vater so eingebildet war. Der Herr Rendant. Rendant. Was ich dir immer sagte, Martha. Die Eingebildetsten auf den Drehschemeln sitzen die. Die meinen, mit den paar Zahlen, die sie schreiben, sind sie der liebe Gott. Ach, was geht uns das an? Tja, was ging es uns an? Vater war seit Mutters Tod sonderbar geworden. Es war alles so auswegslos zu Hause. Ich wollte fort. Da kam deine erste Fernfahrt, Gopsch. Hamburg. Natürlich kommst du mit, Martha. Das wird herrlich. Ich vorn auf der Lok und du? Du im Zug, den ich führe. Martha, wir sagen hier keinem was, hm? Und in Hamburg, da gehen wir aus. Du, ich hab frei. 24 Stunden frei. Und niemand sieht uns. Niemand macht uns Vorschriften. 24 Stunden. Ach, Gopsch, ich konnte das kaum erwarten. Fahrkarten. Fahrkarten, bitte. Ja. Hier, bitte. Der Schaffner nahm das Billett. Er besah es sich. Ich wurde rot, fühlte mich ertappt wie bei etwas Verbotenem. Aber es war nur ein Augenblick. Nach Hamburg die Reise. Na, da wünsche ich viel Vergnügen, meine Dame. Danke. Wann sind wir denn da? So etwa um 6. 6:02 Uhr. Ich hatte Vater einen Brief hinterlassen. Ich hatte darin auch Mutter erwähnt. Wenn sie noch lebte, schrieb ich, wäre ich nicht gegangen. Du kannst mich in den nächsten 3 Tagen erreichen, unter Hamburg postlagernd. Aber daran dachte ich nun nicht mehr. Ich dachte, dass du vorn auf der Lok stehst. Nur das dachte ich. Ich trat auf den Gang hinaus. Funken flogen vorbei. Verloschen. Ich war so sicher. Was konnte passieren? Nichts, Gopsch. Wir gingen in ein Hotel am Bahnhof und der Portier blinzelte. Und du tatest so, als bemerktest du es gar nicht. Ich sah dich an, aber da sagtest du... Können Sie uns unterbringen? Vielleicht bis übermorgen. Ja, was mich betrifft, ich muss morgen schon zurück. Bloß... Meine Schwester. Ja. Ja, da wäre noch was frei. Ein Doppelzimmer, wenn es recht ist.
Ich sah, wie du ihm ein Trinkgeld gabst und dann war das Zimmer da. Wir waren allein. Du sagtest... Ja, da ist ein Kollege von mir. Der kennt Hamburg wie seine Westentasche. Der hat den Abend frei. Ja. Wollen wir zusammen auf die Reeperbahn und an den Hafen? Da sind neue Schiffe drin. Der kennt das alles. Ach, wollte ich sagen, lass ihn doch warten. Der dumme Hafen läuft uns doch nicht weg und die Reeperbahn. Die ist auch morgen noch da und übermorgen. Aber das sagte ich alles gar nicht. Ich sagte... Ja, gehen wir. Ich bin gar nicht müde. Es ist, als wäre ich gerade aufgestanden. Aber ich ziehe mir schnell ein anderes Kleid an. Dreh dich um! Und du drehtest dich um. Und da, mit einem Mal, da war das alles weg. Das Neue, das Fremde, das, worauf ich so gewartet hatte. Dieses Fieber, in dem ich dir gefolgt war. Ja, so war es, als wachte ich plötzlich auf. Mitten im Traum. Ich trat hinter dich und hielt dir die Augen zu und du lachtest. Martha! Ich schwieg. Martha! Ich schwieg. Dann hörtest du mich weinen. Du fuhrst herum. Martha! Martha! Komm, komm, wir fahren zurück. Wenn du willst, sofort, ja? Ach nein, nicht heute. Es geht ja kein Zug mehr. Morgen früh. Ich will auch alles auf mich nehmen. Ich werde zu deinem Vater gehen. Ach, nun wein doch nicht. Ich wollte es ja nicht. Ich dachte, du willst es. Du erwartest es von mir. Ja, ich dachte, es gehört zu mir. Es müsste so sein. Ein Mann, der tut das doch. Die Nacht kam. Es war nicht die Nacht, von der ich geträumt hatte. Diese Nacht war ganz anders. Es war eine Nacht in einer fremden Stadt. Und der Lärm schlug herauf, ein Lärm, der einen frieren lässt. Fürchtest du dich? Nein. Es ist kalt. Du liegst bloß, du frierst doch. Ich deck dich zu. Komm. Nein, lass. Ich friere nicht mehr. Ach, Martha. Und dann wich das Fremde zwischen uns. Und du warst da, wie du früher da warst. Und wie du da sein würdest. Und ich hörte dich reden von dem, was kommen würde für uns. Und sah es vor mir, das Leben mit dir. Ein Leben mit dir. Und wir waren so jung. Reichsbahnrat Gopsch. Hochgedient. Alle Achtung, der Gopsch. Wer macht ihm das nach? Vollblut, nimmt die Hürden wie nichts. Also, mein lieber Gopsch, Ihr Examen ausgezeichnet. Grüßen Sie Ihre Gattin. Ah, da kommt sie schon. Gratulation, meine Liebe, Gratulation. Wozu? Wozu denn? Na, hören Sie diese Karriere, diese außerordentliche. Tja, solch ein Mann hat wie Sie, wo geht denn die nächste Reise hin? Neapel. Mein Mann wird wenig Zeit haben, leider. Trotzdem hoffe ich sehr, dass wir die Grotten sehen. Mein Gott, ja, die Grotten. Wie schon wieder versetzt? Ja, wer tüchtig ist heutzutage, muss schon halber Zigeuner sein. Darf man fragen, wohin der Herr Rat versetzt ist? Stuttgart, ein neuer Bahnhof. Mein Mann ist doch Spezialist für... Ach, ich verstehe ja davon nichts. Wann dürfen wir das neue Haus besichtigen? Wir sind ja erst am Einrichten. Aber es liegt herrlich. Man spürt die Stadt gar nicht. Es ist, als wäre dauernd Sonntag. 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 Der Wagen. Ich muss den Wagen aufhalten. Ich muss... Kein Sonntag. Niemals ein Sonntag. Hamburg postlagernd. Nicht abgeholte Briefe werden vernichtet. Was stand doch da drin? Komm zurück. Von mir aus heiße Gopsch. Wir heirateten. Dann kam der Krieg. Sie ließen dich noch auf der Lok. Aber ich will raus. Wie die anderen. Man schämt sich ja. Du hast sie doch. Wen? Die Uniform. Spiegel mit geflügelten Rädern. Es ist doch Hohn. Räder müssen rollen für den Sieg, Herr Gopsch. So. Na, zum Beispiel nach Kiew oder Gomel. Kennen Sie Gomel?
Größter Verschiebebahnhof der Welt. Die neuen Kriegslokomotiven sind raus. Wir brauchen Nachschub. Und da haben Sie mich ausgesucht? Ja, Sie sind unser fähigster Mann. Und es ist nicht so gefährlich. Sie haben doch Kinder. Ja, Zwillinge. Greta. Ja, Mutti. Ulle, mach schon. Ich bin gleich fertig. Komm schon. Schnell. Und du, Greta, jetzt betest du. Lieber Gott, mach mir fromm, dass ich in den Himmel komm. Und behüte den Vati bei den wilden Kosaken. Kosaken, wo hast du denn das her, Kind? Vati hat gesagt. Ja, Vati hat gesagt, dass das so ein Kosaken fährt mit der Postbahn. Verdammte Scheiße. Das ist nicht zum Durchkommen. Das ist eine Strecke. Stellung! MGs nach vorn! Was ist denn los? Partisanen müssen im Sumpf liegen! Position? Kurz vor Gommel! Das Übliche! Immer der gleiche Dreck! Langsam weiterfahren! Kunststück. Kann ja nicht die Hand von Augen sehen. Aufsitzen! MGs bremst aus! Auf Waggon 17 verschanzen! Durch! Wir müssen durch! Sie wollen uns abriegeln! So, Hunde! Lug's doch durch, Mann! Durch, durch! Au, au! Was ist los? Ist getroffen? Ja! Dieser Hunde! Volldampf! Verdammt! Den Hebel rum! Hauen Sie doch den Hebel rum! Was steht da? Ich. Verbatz weg hier! Ach, verflucht, ist ja wieder kein Star! Los, 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 los! Ja, der Hebel. Nicht sprechen, nicht sprechen! Keine Bewegung! Keine Bewegung! Sanitäter! Sanitäter! Wie heißt der Mann? Augenblick, Herr Stabsatz. Gopsch. Lungensteckschuss. Da sehen Sie. Ein Wunder, dass die Blutung aufgehört hat. Spritze. Zehntel Kubik. Danke. Festhalten. So. Saal 3. Ab, der nächste. Anerkennung seines Einsatzes für Führer und Volk. Das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse mit Schwertern. Ein Held. Ihr Mann, Frau Gopsch. Held. Ja, liebe Frau, haben Sie noch nicht gehört, dass der Krieg vorbei ist? Wenn Ihr Mann nicht arbeiten kann, er kriegt doch Rente. Lokführer war. Liebe Frau, Lokführer gibt's wie Sand am Meer, aber Loks, Loks. Sehen Sie nicht, wie es hier aussieht? Und wie es hier aussieht, so sieht's überall aus. Sogar im menschlichen Herzen sieht es so aus. Ausgebrannt, verrostet. Und was heil war, demontiert. Die ließen keinen Stein auf dem anderen. So war es, Gopsch. Arbeit? Die Hülle, die Fülle, liebe Frau. Aber leider, wir brauchen Hände, die anfassen können. Und ausgebombt sind Sie? Liebe Frau, wer ist nicht ausgebombt? Wer hat nichts an der Packung zu tragen? Sind Sie Flüchtling? Na, sehen Sie. Nicht einmal Flüchtling sind Sie. Also, tut mir leid. Auch in Anbetracht der bevorstehenden Niederkunft. Haben Sie Kinder? Zwei. Na ja, man soll sich das überlegen. Überlegen soll man sich das heutzutage. Also, leider... Pechvogel, der Gopsch, aber wer traut ihm das zu? Vor 6 Jahren Zwilling und jetzt wieder welche. Aber es geht ja nicht gut, gar nicht gut, der Frau Gopsch. So jung, so schwach. Wenn man schon nicht bei Kräften ist, dann die Schinderei, nochmal zwei. Ach, brutal ist er. Wer? Na, der liebe Gott, haben hinten und vorne nichts zu beißen, alles verloren, nichts zum Eintauschen. Kranker Mann, keine Arbeiter, wer wird denn den auch nehmen? Nee, es lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. Aber wir hatten uns einen Plan gemacht. In 5 Jahren sagten wir, müssen wir es geschafft haben, müssen wir heraus sein aus dem Elend. Es war ein einfacher Plan. Wir machten ihn, als Brendel kam.
Brendel wohnt zwei Häuser weiter. Er sagte... Kinder, was Neues? Die Strecke soll wieder in Betrieb kommen. Drüben von Josephine, da ist das Bahnwärterhaus. Na und? Ein Bahnwärterhaus braucht einen Bahnwärter. Na und? Na, da kann Gopsch ankommen vielleicht. Meinen Sie? Ist ja nicht viel, was er kriegt, aber etwas. Ich kenne da einen vom Betriebsrat. Und so gingst du früh und kamst abends wieder. Tag um Tag. Und hattest die Versicherung und liefst dir die Schuhsohlen ab um die paar Pfennige und versichertest die Leute. Nur uns. Uns versicherte niemand. Deshalb ging ich waschen. Und immer wenn du sagtest... Warte, Martha. Eines Tages... Dann wurde ich still. Und dachte, er hat recht. Er hat ja recht, der Mann. Jeder Mensch ist im Recht, wenn er hofft. Und ich beugte mich. Nur jetzt. Jetzt beuge ich mich nicht, denn jetzt hast du Unrecht. Die 5 Jahre, die wir uns als Ziel setzten, die 5 Jahre sind um, wir sind heraus. Der Wagen. Ich muss den Wagen aufhalten, ich muss. Ja, wir sind aus dem Dreck heraus, aus dem Dreck, und da läufst du dem Wagen entgegen. Wer zwingt dich denn, Gopsch? Kehr um, kehr um. Der Wagen. Ich muss. Ist dies die einzige Antwort? Antwort. Antwort. Wer ruft da? Brendel. Brendel ist noch im Wagen. Ja, die Türen sind zugerollt, ist Schloss geschlappt. Brendel ist gefangen. Er muss schon verschmort sein. Sinnlos, ihn zu rufen. Komm raus, Brendel, komm raus durch die Luke. Ich lauf dir entgegen. Gleich steht der Wagen, gleich. Ach, deshalb läufst du, Gopsch. Er hat dir geholfen. Du wirst ihm auch helfen. Anständig, Gopsch. Ein vorbildliches Beispiel für Arbeitskameradschaft gab der Bahnwärter Gopsch. Aber was ist Brendel dort in der Luke? Eine brennende Fackel, dem kann niemand helfen. Noch hängt er mit den Beinen im Wagen. Da fällt er runter. Sie stürzen sich über ihn. Liesefeld, Giese, reißen ihm die Jacke vom Leib. Der Wagen rollt weiter. Auf dich zu, Gopsch. Auf dich ganz allein. Auf das Bahnwärterhaus. Die Apparaturen. Die willst du schützen. Lohnt den Einsatz nicht. Aber du kennst die Strecke. Sie hat Gefälle. Dies ist der Grund. Der Wagen rollt in die Siedlung. Unweigerlich. Niemand hindert ihn daran. Niemand? Wir verhandeln in Sachen Siedlung Fröhlichkeit gegen Gopsch. Tatbestand: am Morgen des 15. März, 6.54 Uhr, rollt ein in Brand geratener Schweißwagen mit höchst gefährlichem Inhalt, Propangas, Sauerstoff, die sagen wir von Punkt A mit 3 Grad Neigungswinkel zum Punkt B hin verlaufende Strecke mit von Meter zu Meter sich vergrößernder Geschwindigkeit entlang. Punkt A, Bahnübergang, ordnungsgemäß geschlossen. Punkt B, Höhe Siedlung Fröhlichkeit. Zwischen A und B, das Bahnwärterhaus Y. In Y der Angeklagte. Der Angeklagte kennt die Siedlung. Er passiert sie jeden Morgen vor Dienstantritt und jeden Nachmittag nach Dienstschluss. Angeklagter, welche Personen sind Ihnen in der Siedlung bekannt? Da ist zum Beispiel Frau Schulze. Wir wechseln immer ein paar Worte, wenn ich vorbeigehe. Frau Schulze legt die Betten ins Fenster. Ihr Mann arbeitet auf Josephine und muss früh raus. Sie sagt etwas übers Wetter, ich über ihren Fleiß. Zeugin Schulze. Tot. Tod. Schädeldecke zertrümmert. Es war das erste Haus links. Weitere Personen? Toto-Einnehmer Kutschus. Was meinen Sie, Herr Kutschus? Hält Dortmund am Sonntag? Schwere Konkurrenz, Kickers Stuttgart. Herr Kutschus, der hat eine Nase. Der tippt selten daneben. Zeuge Kutschus. Tod. Splitter in den Bauch. Stand ungeschützt hinterm Zaun. Weitere Personen? Die Kinder Peter, Lotte, Elfriede, Leonard. Nachnamen unbekannt. Onkel Gopsch rufen sie, wenn ich vom Dienst komme. Ich tausche immer Margarinebilder mit ihnen für meine Kinder. Manchmal schenke ich ihnen auch welche. Zeugen Peter, Lotte, Elfriede, Leonard. Tot. Alle tot. Lagen noch in ihren Betten, als der Wagen explodierte. Ich frage, konnte der Angeklagte das voraussehen? Die Anklage, bitte. Der Angeklagte wusste, dass die Strecke Gefälle hat. Er konnte sich ausrechnen, dass der Wagen in schneller Fahrt die Siedlung erreicht. Der Angeklagte hat durch sein passives Verhalten im höchsten Grade fahrlässig gehandelt. Die Verteidigung, bitte. Mein Mandant ist kriegsversehrt. Angenommen, er hätte den Punkt Y verlassen, um mit Hemmschuhen den Wagen zum Stehen zu bringen. Auch dann wäre er nicht imstande gewesen, die Hemmschuhe auf die Schienen zu bringen. Mein Mandant hat nämlich nur eine halbe Lunge und auch die ist desolat.
Außerdem kann niemand verlangen, dass ein Mensch sein Leben in Gefahr bringt, für nichts und wieder nichts. Für nichts und wieder nichts. Denn das ist klar, der Angeklagte musste sich sagen, dass der Wagen beim Auffahren auf den Hemmschuh sofort explodiert und nicht damit warten wird, bis er in der Siedlung angelangt ist. Angeklagter, dachten Sie das? Protestiere, Suggestivfrage. Hohes Gericht, mein Mandant hat Frau und Kinder. Außerdem war er von der Aussichtslosigkeit, die Katastrophe zu verhindern, überzeugt. Es ist ihm also nichts vorzuwerfen? Ich bitte um Freispruch. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Sie werden dich freisprechen, Gopsch. Und trotzdem läufst du? Der Wagen. Gib Antwort, Gopsch. Warum? Ich muss den Wagen aufhalten. Ich muss. Warum? Rede, ehe es zu spät ist. Du lebst noch 10 Sekunden. 10 Schritte noch. Der Wagen. 5 Schritte. Jetzt wirf die Hemmschuhe, Gopsch. Wirf! Weg! Weg jetzt! Duck dich, auch nicht ins Gras hinlegen! Wir haben vorgestern nichts von ihm gewusst. Plötzlich, von heute auf morgen, nennt jedermann seinen Namen. Jedermann denkt an ihn, jedermann bangt mit ihm. Wildfremde Menschen, die er nie im Leben sah, fallen auf die Knie und beten für ihn, als wäre er ihr Vater, ihr Gatte, ihr Sohn. Flying Enterprise, so hieß das Schiff, nicht wahr? Wir werden es nie vergessen. Und ihn nicht, den Kapitän, den Amerika wie einen König empfing. Schon gut. Und Gopsch? Es war ein Dienstag. Heute ist Sonnabend. Folgen Sie mir, wir haben ein Stück zu gehen, selbst wenn wir die Straßenbahn benutzen. Aber Straßenbahnen dringen selten über den Stadtrand hinaus. Und darüber hinaus hässlich, grau, stumpf. Übrigens kennen wir sie bereits. Jeder von uns passiert die Schranke dort vorn. Weiß, rot, den einzigen freundlichen Farbfleck weit und breit. Erst 1000 Meter weiter setzt die Siedlung mit den neuen Dächern das Rot fort. Die Siedlung da hinten, nahe der öden Strecke, auf der 2 Schienenpaare wie Schlangen entlang kriechen. Gehen wir ein Stück näher ran. Der Zechenturm mit der Seilscheibe über dem Wäldchen rückt jetzt ins Blickfeld, zur Linken. Schacht Josephine 1. Zur Rechten die blanken Kesselbäuche des Gaswerks. Und gewissermaßen in der Mitte, das heißt vor uns, liegt das Bahnwärterhaus Y. Verzeihung, Kur. Kur, genannt nach Kurfürstenstraße. Ein aufregender Schauplatz, was? Ja. Lose, Betriebsdirektor Anthrazit AG. Ach, Sie waren mit der Untersuchung beauftragt. Ich bin es noch. Ja, sowas kommt immer mal vor. Weiche war nicht gestellt worden, nicht? Ich kann nichts sagen darüber. Wie geht's den Arbeitern? Schwere Verletzungen? Schon alle außer Krankenhaus. Der eine hat's noch mit Nerven. Der Schock, verstehen Sie. Der Schwerverletzte? Leider gestorben. Erstickt. Bei Verbrennung 3. Grades, da ist niemals viel zu hoffen. Er hieß Brendel, nicht? Ganz recht, Brendel. Ja, so hieß er. Und Gopsch? Gopsch? Den Namen nie gehört. Wer soll das sein? Der Bahnwärter von Kur. Richtig. Mir fiel bloß nicht gleich der Name. Ein Gopsch, sagten Sie. Ja, ich weiß. Ja, was ist mit ihm? Schon gut. Danke, Herr Lose, schon gut. Und 100 Meter vor Kur ist die Erde im Umkreis einer Zirkusarena kohlschwarz. Einige Bretter liegen herum. Der Regen glänzt auf ihrer Schuppenkruste. Es riecht noch leicht nach Brand. Hier, genau hier warf Gopsch die Hemmschuhe auf die Schienen. Der Wagen prallte auf, dann explodierte er. Gopsch lag schon in Deckung. Er hatte das im Krieg gelernt bei Gommel. Sie wissen ja, Kopf eingezogen, Arme, Beine fest an die Erde gepresst. Das alte Rezept. So kam Gopsch davon. Übrigens bleibt fraglich, ob es einen Sinn hatte, dass er... Sie verstehen, der Wagen wäre so und so explodiert. Nicht gerade an dieser Stelle, aber jedenfalls weit genug vor der Siedlung. Gehen wir ein Stück näher ran. Ich meine an das Bahnwärterhaus.
Erkennen Sie den Mann hinter dem Fenster? Er ist beschäftigt, es klingelt gerade, er nimmt den Hörer ab. Hier, Kur. 26er von Josefina 1. In Ordnung. Jetzt lässt Gopsch die Schranke runter. Man sieht den Zug nicht. Noch deckt ihn die Kurve. Feindkohle. Von Schacht Josefine 1 ins Gaswerk drüben. Das versorgt die Stadt mit Atem. Gasatem.